In Deutschland ist erstmals eine klinische Prüfung eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus zugelassen worden. Das Mainzer Unternehmen BioNTech hat vom Paul-Ehrlich-Institut die Genehmigung erhalten, seinen Wirkstoff in einer klinischen Studie an Freiwilligen zu testen. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn zeigte sich zufrieden. Ich habe zum Zweiten berichten können, dass wir heute in Deutschland die erste vom Paul-Ehrlich-Institut genehmigte klinische Prüfung für einen Impfstoff haben, beginnend mit 200 Probanden, an denen verimpft wird in Deutschland im Alter von 18 bis 55 Jahren. Das ist erstmal ein gutes Signal, dass die Impfstoffentwicklung auch in Deutschland schon so ist, dass wir jetzt mit ersten Studien beginnen können. Gleichzeitig bleibt der Hinweis aber wichtig, dass es eben noch Monate dauern wird. Die Studie soll Ende April starten. Mit ersten Ergebnissen ist im Juni zu rechnen. Falls diese Tests positiv verlaufen, würden mehr Probanden und auch Risikopatienten in die Prüfung mit einbezogen. Laut Paul-Ehrlich-Institut ist aber noch nicht klar, wann ein Impfstoff für die breite Bevölkerung zur Verfügung steht.